Okay, alles klar, dann sind wir uns ja einig. Aber du hast es immerhin hingekriegt. Ja. Natürlich vollkommen ohne Save States, ist doch klar. Ne? Ja. Bitte, ich habe nichts gesehen. Ich auch nicht. Palmatons. Wenn man was anderes gesehen hat, soll man seine Augen untersuchen lassen. Ja. Auf jeden Fall. Nee, habe ich letztens erst gemacht. Ich habe 120% Sehkraft, reicht. Was? 120%? Ja. Ernsthaft? Wie hast du das denn hingekriegt? Ja, das weiß ich auch nicht so genau. Ich habe ganz gut geraten. Geraten, ja. Ja. Nee, ich habe den Sehtest gemacht für meine Einstellungsuntersuchung und die meinte, ich habe 120%. Ich bin Palmaton und wir rennen jetzt bis zu dieser Fahne. Na, von mir okay. aus. Renn Cooper für Arme. Dann erzähl mir doch mal, wie ich hier laufen soll. Ich laufe dir erstmal hinterher. Ein Rennen bis zur Zielflagge, nur einer kann triumphieren. Der momentane Rekord liegt bei 35 Sekunden. Bist du bereit? Dann fertig und los! Warum ist das überhaupt so ein Fake-Inselbewohner? Du möchtest gerne irgendwie. Wow! Wasserdüse? Vielleicht bei so einem hohen Stellen? Ah! Warum kann ich hier keinen Landsprung machen? Vielleicht weil du da mit der Wasserdüse hoch musst? Nee. Müsste doch eigentlich auch locker gehen damit, oder? Okay, links. Nee, mit der Wasserdüse kann ich nur sowas hier machen. Wie, du kannst auch damit auch in der Luft schweben oder sowas, oder nicht? Ach so, ja, aber damit kann ich mich nicht hochportieren. Damit kann ich nur, ja, toll. Kommst nicht hoch genug, oder was? Na, du Meister des Schneckentempos, ich verspotte dich. Ha, zeig mir im nächsten Rennen, was du kannst. Ich weiß, wir sehen uns wieder. Ciao. Ja, okay. Noch eine Runde? Ja, müssen wir ja wohl, ne? So. Naja, man könnte das ja auch noch später machen und sich wie ein Feigling erstmal verkrümeln. So, jetzt mach aber mal aus deinem Jetzt machst du aber mal aus deinem Schneckentempo ein Schreckentempo, wie du gerade sagen wolltest, jo. Ne? Und hops, hops, das sieht doch schon viel besser aus. Nein! Verdammte Angst! Du hast dich zu sehr von den Palmmädel ablenken lassen mit den Schild in der Hand, wa? Die ist aber auch so süß. Ja, also habe ich mir schon gedacht. Ah, verdammt! Das war aber schon sehr knapp. Das nächste Mal nicht so viel da drauf starren, dann klappt es, ja? Ja. Sag dich schon mal, dass ich dieses Spiel hasse? Ja. Schon zu oft. Ja, den kriege ich nicht mehr. Ich glaube, es geht doch nur darum, die 35 Sekunden zu schlagen, oder nicht? Nee, ich glaube, ich muss vor ihm da sein. Das ist doch voll der Beschiss vom Wegenrekord. Ja, siehste? Kommen wir gleich an Müll. Okay. Was sollte das mit den 35 Sekunden da? Keine Ahnung. Was labert? Den Rekord muss man auf jeden Fall brechen. Ja, aber das hattest du ja eigentlich schon. Also musst du wohl sowohl den Rekord brechen als auch schneller sein. Warum funktioniert denn der Sprung jetzt nicht? Ich glaube, du hast es dir schon fast vermasselt, wenn du einmal was daneben machst. Der ist ja irgendwie gemeiner als die Schildkröte aus 64. Gefühl, wa? Ja, wobei die zweite Schildkröte sich in Mario 64 auch ziemlich gewaschen hat. Aber, ich glaube, das war gut. Oh, Schnaufe, wie bist du nicht schlecht und auch recht flink. Du hast mich ein wenig beeindruckt. Wir sehen uns wieder. Und tschüss, Sikowski. Oh ja, da freuen wir uns drauf. Nee. Ja doch, da können wir wieder ganz laut halt sagen, wir hassen dieses Spiel. Scheißspiel. So. Ja, lass mal über Wii U quatschen. Schon vorbestellt? Nö, bis jetzt noch nicht. Ich warte eh wieder, bis die ein bisschen billiger ist und hole ich mir das, alles gut. Oh gut, das wird ja nicht unbedingt am Release-Termin, weißt du? Ah, doch.
Ich habe ja vielleicht noch ein paar Spiele, die ich mir erstmal so für Wii holen tue. Ja, gut. Ach nee, nicht schon wieder rote Münzen. Was ich auf jeden Fall vielleicht auch mal ausprobieren wollte, war dieses Monster Hunter Ding, was es da gibt, weißt du? Ja, das kommt für Wii U raus. Monster Hunter 3G Ultimate. Ich meinte jetzt die Wii-Version erstmal. Die kommt hier in Europa nicht raus. Ist von Capcom. Sollte die nicht schon längst draußen sein? Die wird nicht nach Europa portiert, soweit ich das im Kopf habe. Das ist gemein. Dafür bringt Capcom ja die Monster Hunter 3 Ultimate raus. Was sind das für komische Entchen? Die kannte ich vorher nur aus Mario Kart Double Dash. Die kannte ich vorher gar nicht, deswegen frage ich, die habe ich noch nie gesehen. Es sind ganz komische Viecher. Ich nenne sie mal Enten oder so. Sagen wir mal Quietsche-Entchen. Ja, die tun aber weh. Ob die Fische weh? Nee, die tun nicht weh. Aber der tut weh. Nee, ich glaube nur der komische, der mit seiner großen Klappe. Ich glaube, der will dich nur wieder aufessen, wie du es so kennst, ne? Ja. Ja, die Aufgabe hier heißt 8 rote Münzen im Korallenriff. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Wir hassen dieses Spiel, Was? Nein, das würde ich nie sagen. Nein. Überhaupt nicht. Du hast ja nur ein paar Abonnenten dagegen, die sich das Gegenteil dann behaupten, aber nee, hast du nie gesagt. Ich will diese Kackmünze haben! Dann hol sie dir! Ah, danke. Da hinten zu Wario wechseln, der sammelt die schneller als Mario. Da hinten ist eine blaue Münze. Geile Sack. Blaue Münze. Muss einfach nur deine Farbe zu einem gelben Cappy wechseln, dann klappt's vielleicht besser. Und drehst den Buchstaben um. Eine blaue Münze, juhu, wir können speichern. Frag mich mal, was die blauen Münzen bringen, ich weiß es nicht. Ich glaube, das sind 5 normale Münzen oder sowas. Nee. Das ist hier nicht so wie in Mario 64. Ja, so war's da gewesen. Aber du kannst hier nach jeder blauen Münze speichern. Sowas wie die Silbersterne, auch irgendwie so ein Kram. Ich weiß es nicht. Alle blauen Münzen finden für einen geheimen Stern oder sowas. Keine Ahnung. Denke ich jetzt mal so. Könnte schon sein, ja. Wird wohl so ein ähnliches wie Silberstern oder sowas sein. Nur dass da vielleicht keine richtige Aufgabe für gibt. Da ist auch noch eine rote. Ah, wir haben ja schon mal immerhin 5 Stück. Ja, jetzt ist die Frage, wo sind die letzten 3? Da ist zum Beispiel ein. Oh, die Ansicht war ja gerade wieder irgendwie total für. Ja, und das ist überall so in diesem Spiel. Geh weg, ich mag dich nicht. Der will dir doch nur ein Küsschen geben, ist doch nicht schlimm. Ja. Kann jemand anderen knutschen. Ein Todesküsschen, à la Rosana oder so. Apropos Rosana, ich habe mir Pokémon Schwarz 2 vorbestellt. Ja, schick. Und nein, ich habe umbestellt. Ich habe Pokémon Weiß 2 vorbestellt, weil es zu Schwarz 2 bei Amazon nicht mehr die Tasche kostenlos dazu gab, sondern nur noch die Weiße. Und ich dachte mir, es wäre stilechter, dann auch Weiß 2 zu nehmen. Ah ja, naja gut, klar, ist ja eigentlich egal, welche du nimmst. Macht ja nur einen Unterschied, wenn du irgendwie tauschen willst oder so. Ja. Von daher. Aber ich hoffe, du hast die deutsche Version bestellt. Ja. Gut, das wäre sonst ein bisschen schwierig. Alle anderen sind ja, glaube ich, sogar schon auf dem Markt, oder? Oder ist die amerikanische noch nicht raus? Also japanische ist auf jeden Fall schon raus, das ist ja klar. Ja, da wird ja Let's Played ohne Ende. Ich habe ja schon ein komplettes LP gesehen. Auf Deutsch? Halb Englisch, halb Japanisch, halb Deutsch, sagen wir so. Nein! Knutschi, knutschi, knutsch. Wo ist diese behinderte rote Münze? Ich habe mich gerade so ablenken lassen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du schon wieder welche gefunden hattest. Es fehlt noch eine. Ja, das sehe ich ja jetzt an der Anzeige. Aber ich habe die letzten beiden, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, wo du die gefunden hast.
irgendwo hier drin. Ja, sehr präzise Angabe. Hätte ich nicht gedacht, dass die irgendwo hier drin ist. Dann wird die letzte auch irgendwo hier drin sein, glaub mir. Ich fürchte auch. Diese Kameraansicht, wenn das so noch kleiner wird, das finde ich total bescheuert. Ja, die Kamera macht allgemein hier ein paar Problemchen. Ja, das sieht so aus wie beim Auge der Wahrheit in Zelda Ocarina of Time. Ja, genau. Da war doch irgendwie was von wegen, da kommt immer derselbe Raum und so ein Müll, wenn du irgendwas nicht hattest, ne? Ja, genau. Das kenne ich irgendwie von den Color-Versionen auch. Hilfe! Hilfe! Hoch! Also bei Season und Ages gab es so ein Auge... gab so was mit dem Auge der Wahrheit auch. Echt? Ja. Oh. Aber erst ganz am Ende. Oder auch, du weißt, da muss man so Passwörter und so ein Kram eingeben. Bei den beiden. Kennst du wahrscheinlich, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe irgendeins von beiden gespielt, aber ich habe da ziemlich schnell aufgegeben. Ich weiß gar nicht, ob es... Aber damit du das richtige Ende sehen kannst, musst du beide, glaube ich, eins durchgespielt haben, um bei den anderen das Passwort eingeben zu können, mhm, oder irgendwie sowas. Mhm. Damit du dann, ich sag mal, einen finalen Endkampf dann noch machen kannst. Ja. Aber der war mir auch ein bisschen zu schwer da. Den habe ich auch nie gemacht. Ich bin gespannt auf ein Zelda für Wii U. Welcher von beiden war das denn, den du gespielt hattest? Seasons oder? Ich weiß Ages? Es nicht mehr, keine Ahnung. Also das mit der roten Hülle oder das mit der blauen Hülle? Ich meine, die rote war's. Ja gut, dann Seasons, war das mit, ne, den Jahreszeiten. Ja. Da ist übrigens eine Insignie. Ja, da habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Ne, Insignie hinter Panzerglas, okay. Das erinnert mich ein bisschen an Galaxy, dieses Glas da. Ja. So, ich habe eine rote Münze gefunden. Öffnen. Ja, wow, und wenn das jetzt mal... Nee, du schwimmst weg, nicht die Münze. Da ist so ein blöder Fisch. Mag ich nicht. Ja, dann mach Fischschaschlik aus dem oder sowas. Aber ich glaube, das nützt dir unter Wasser nicht viel. Da ist ja schon so viel Wasser drumherum. Hallo? Wo schwimmt ihr mit meiner Mütze hin? Weg? Da. Ah! Oh, die Münze will ich veralbern, ey. Die haut immer ab. Na los! Oh. Ist die jetzt gerade im Boden verschwunden, ja, oder habe ich... ist das ein Fehler oder soll das so sein? Ich glaube, das soll so sein. Ich glaube, das ist die nette Münze, die dir gefehlt hat, oder? Die bewegt sich die ganze Zeit weg. Ah, jetzt geht's doch. Nee, ich glaube, das war die, die wir eben zuerst gefunden hatten. Ja, das Blöde ist... die Wassersteuerung ist hier richtig für den Arsch, weil... Du kannst mit A hochschwimmen und mit B runterschwimmen. Ja... Das stelle ich mir sehr... Aber nach vorne schwimmen musst du irgendwie durch eine Mischung aus beidem. Ja. Wozu gibt es ein Steuerkreuz oder ähnliches? Ist doch eigentlich blödsinnig. Ja, geht auch, aber dann total lahm. So wie hier. Boah, ich sehe ja so unglaublich viel. Ja, ich meine, ich sag mal, die Grafik ist für damalige Zeit ganz okay, aber nur die Kamera, die regt ein bisschen auf. Ja. Ein bisschen ist gut. Ja, nur ein ganz kleines bisschen. Gerade eben ist es aber besser gelaufen, hast du gerade mal 3 Stück. Ja, ich bin auch gerade etwas irritiert. Da ist eine. Dankeschön. Nein. Nein.
genug geknuddelt heute. Ich überlege gerade, kann man den Fisch irgendwie abmurksen? Nicht, dass da eine rote Münze drin ist oder so. Also ich habe gerade Stampfattacke versucht, das hat nicht funktioniert. Weil das wäre ziemlich gemein, wenn da jetzt eine Münze drin. Glaube ich aber nicht, dann hätte nämlich die ganze Zeit ein Fragezeichen auf sich. Ach, die Fragezeichen sind wohl nur bei den Münzen, oder wie? Nö, generell bei allen Gegenständen, die hinter irgendwas sind. Und du willst dieses schöne Cheater-Ding wegkriegen. Haha, super. Das kann auch sehr hilfreich sein, habe ich langsam das Gefühl, oder? In der Theorie ja. Ja, ist doch mehr hilflich als. Ach so, mehr. Da ist eine Wand! Ja, da ist eine Wand. Was macht man mit einer Wand? Man läuft wie ein Geist genau hindurch, ne? Richtig. Ja, hast du die Wand jetzt gesehen? Dank der super tollen Kamera, nö. Ab! Mahlzeit! Arschkeks! Ich mach gleich Fischstäbchen aus dir! Wir hatten uns doch auf ein Küsschen geeinigt und nicht auf den Imbiss. Dampf da doch mal. Ist eine Münze. Dass die Fische sich auch nie an die Regeln halten. Ja. Ja. Ah, dieses scheiß Korallenriff. Kotzt mich an. Sag mir mal eine Stelle, die dich nicht ankotzt. Das wäre, glaube ich, einfacher. Ja, das dachte ich mir. Also, wenn du so fragst. Ich finde die Overworld ganz gut. Ja, toll. Da ist nix. Da ist eine. Da ist... Ja, genau. Und jetzt suchen wir wieder nach der letzten. Bitte nicht wieder verrecken diesmal, bitte nicht. Da, da nicht ist noch sie. Mal. Wir sind Blindfische, habe ich das Gefühl, oder? Irgendwie schon. Wow. Ja, dann hoffe ich, dass der Fisch jetzt auch blind ist und dich jetzt nicht noch schnell erwischt, bevor du die Insignie holst. Nee. Bitte, tu uns das nicht an. Nochmal wollen wir das nicht sehen. Zweimal reicht. Ah, bei der Musik fühlt man sich gleich wie auf Hawaii. Danke, sehr einfühlsam von dir, da ich die ja leider nicht hören kann. Ach.